Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zu Life is Feudal Forest Village, meinem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ihr hattet eine Wahl zu treffen und dieses Spiel ist ganz nach oben gekommen und ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Bevor es richtig losgeht, eine kleine Anmerkung noch. Es gibt Spiele, die entfalten ihren vollen Reiz und machen am meisten Spaß, wenn man sie beherrscht. Und es gibt Spiele, die machen am meisten Spaß in der Lernphase und wenn man sie dann beherrscht, wenn man sie gemeistert hat in gewisser Weise, dann verliert man leicht die Freude daran. Und letzteres ist bei dieser Art meines Erachtens der Spiele der Fall. Zumindest bei mir ist das so. Insofern habe ich aufgepasst, dass ich es nicht allzu gut beherrsche. Ich habe also einige Stunden gespielt, aber noch nicht so viel, dass ich genau weiß, wie es läuft, wie es lang geht, dass ich eine Build-Order habe und so weiter. Das wäre für mich langweilig, sondern hier geht es darum, die Welt zu beobachten, gemeinsam auch mitzufiebern mit den Dorfbewohnern. Und insofern werdet ihr kein Pro-Gaming erfahren, nur dass ihr keine falschen Erfahrungen habt. Aber dennoch hoffe ich, dass ich nicht ganz rumstümpere, dass es also ein flüssiger Start wird. Soweit erstmal dazu. Ich möchte euch noch die Mods zeigen, die ich hier installiert habe. Es sind im Wesentlichen ein paar Verbesserungen, ein paar grafische Sachen. Also einmal die deutsche Textkorrektur, dann eine erhöhte Kameradistanz. Dann gibt es nur noch ein paar Objekte, die hinzugefügt werden. Eine Kirche, die finde ich sehr schön, fehlt im Spiel, hat aber keine Bedeutung fürs Gameplay oder so. Dann Grabsteine. Es ist sonst vorhanden Krypten, aber jetzt gibt es auch Grabsteine. Also durch die Mod gibt es Grabsteine, wo man also... Das sieht irgendwie schöner aus, als so eine Krypten alleine zu haben. Dann gibt es noch ein paar Deko-Objekte für die Stadt und kleine und mittlere Steinmauern. Wobei ich sagen muss, diese Sachen werden dann erst eher sowas fürs Mid- und Late-Game, wo wir dann, wenn wir es am Laufen haben, irgendwie es noch ein bisschen schöner machen wollen. Und das hier unten, die Caravan Extended Mod, das ist die einzige, die so ein bisschen in die Spielmechaniken eingreift. Es gibt ja im Spiel diese Esels-Karawanen, so nenne ich es mal, wo man Warenhäuser, Austausch von Waren einstellen kann. Und das verbessert diese Sache nochmal. Das hat nämlich so ein paar Mängel, das System im Vanilla-Game. Deswegen habe ich das mit reingenommen. So, das zu eurer Information findet ihr alle auch im Workshop. Dann kann's losgehen, Leute. Ein neues Spiel. Wir brauchen einen Dorfnamen und unser Dorf heißt Warden. So, die Karte ist zufällig. Wir gucken uns dann auch noch nachher eine aus. Wir nehmen eine normale Kartengröße. Wir nehmen Hügel. Ja, Klima bleibt mild. Schwierigkeiten, weiß ich nicht, kann man gar nicht feststellen. Katastrophen nehmen wir an. Das sind Klimaereignisse. Wirbelstürme und ich glaube auch Flutwellen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch gibt. Und neuerdings gibt es auch Wikingerüberfälle. Habe ich noch nie erlebt. Ich hoffe mal, es wird nicht allzu übel. Aber was ich daran schön finde, dass sozusagen es auch eine Bedeutung hat, dass man sich vielleicht mit Mauern oder Palisaden irgendwie ein bisschen schützen kann. Allerdings kann man, glaube ich, selbst nicht Soldaten haben oder so. Naja, also wollen wir mal sehen, was da auf uns zukommt. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Zufallskarte. Gucke mal, hier sehen wir mal unseren Startort. Das gefällt mir nicht. Das ist auch noch nicht so optimal. Das ist ganz hübsch eigentlich. Das ist ein schöner Start. Ja, ich glaube, das machen wir. Das ist unsere Insel. Hier wird Warden gebaut. Also, unsere Bewohner, unsere Aussteiger, so nenne ich sie mal, wollen ein neues Leben beginnen, gründen den kleinen Ort Warden. Die ersten Hütten, ja, und ich mache direkt mal eine Pause, bevor es dann richtig losgeht, dass wir uns einmal in Ruhe umschauen können, die Insel begutachten können. Also das ist unser Startpunkt. Wir haben eine ganz hübsche, ebene Fläche um uns herum. Und dann wird es ein bisschen waldig, püglich. Waldig ist ja sowieso püglich hinten raus. Aber ja, es steigt leicht an, ne? Das ist ganz nett. So, haben wir hier auch noch, da haben wir einen höheren Berg. Man könnte sich so ein bisschen als Ziel setzen, vielleicht, wenn wir es überhaupt schaffen zu überleben, dass man am Ende so eine kleine Burganlage errichtet. Vielleicht hier oben, das wäre ein schöner Ort eigentlich dafür. Okay. Ja, so sieht's aus. Also erstmal sehr, sehr idyllisch. Ich werde im weiteren Verlauf eigentlich versuchen, so gut wie nie
das Spiel pausieren zu lassen, sodass wir immer zuschauen können, was die Leute hier machen. Aber am Anfang will ich das einmal machen, weil ich noch ein paar Dinge erklären möchte für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Alle anderen können dann einfach vorspringen. Ich will nämlich euch noch kurz hier so ein paar grundsätzliche Sachen beim Interface zeigen. Also hier sehen wir, wir haben 10 Einwohner. Hier sehen wir die Jahreszeit und wir sind im Jahr 1 unserer Neubesiedlung, unserer Dorfgründung. Die Jahreszeiten haben eine extreme Bedeutung für verschiedene Sachen, natürlich vor allem für das Wachstum unserer Pflanzen, die wir anbauen werden, aber hat natürlich Einfluss auf die Witterung, auf die Kälte und so weiter. Wetter wird simuliert, wir haben im Moment Sonne und 1 Grad plus. Es ist also noch sehr, sehr kalt, das Frühjahr ist noch sehr jung. Ja, wir haben 10 Dorfbewohner, davon sind 6 erwachsen, 2 sind Jugendliche und 2 sind Kinder. Dazu muss man wissen, die Jugendlichen, also nur arbeiten können nur Erwachsene. Jugendliche, die können in die Schule gehen, wenn man eine Schule hat. Und wenn sie dann erwachsen werden, sind sie besser ausgebildet und produktiver. Die Kleinkinder, die sind völlig unproduktiv und fressen uns nur die Haare vom Kopf. Überhaupt, das gilt auch für die Jugendlichen. Und das ist schon eine der größten Herausforderungen, auf die man achten muss. Man darf nicht zu schnell wachsen. Wenn man ganz viele Kinder hat, ist das zwar an sich was Schönes, aber man muss sie eben auch ernähren. Und sie können eben nicht zur Produktivität des Ortes beitragen. Ja, wir sehen hier, wir haben 9 Behausungen, aber 10 Einwohner. Und einer oder eine, die hat so ein Haus hier über sich. Und das heißt, eine Dame ist das. Oder ein Kind? Kira. Ach, Kira ist 4, eine Jugendliche. Im Spiel sind die, glaube ich, mit 4 schon jugendlich. Ab 6 können sie, glaube ich, arbeiten. Ja, ja, hier läuft das alles ein bisschen anders. Wie auch immer, da müssen wir gleich was bauen, damit die Ärmste auch eine Unterkunft hat. So, das hier sieht man die Arbeitsplätze, die wir haben, an denen gearbeitet werden. Hier sehen wir die Zahl der untätigen Menschen und die Zahl der Hungrigen. Das wird dann von besonderer Bedeutung sein. Ich will euch ganz kurz über die Ressourcen informieren, die wir am Anfang haben. Die sind aufgeteilt in diesen beiden Gebäuden, im Lagerhaus und in der Scheune. Im Lagerhaus haben wir 200 Baumstämme, 120 Stein, 100 Erz, 100 Lehm, 100 Heu. Jawohl. Und in der Scheune haben wir Brennholz, Fisch, Obst, Brot, Hafer, ein paar hochwertige Werkzeuge, ein bisschen Kleidung. 3-mal Kleidung, 3-mal warme Kleidung und 10-mal Leder. Das ist sozusagen unser Start. Und das ist schon einiges für den Start, muss man sagen. Und insofern, häufig liest man, dass das Schwierigste der erste Winter ist. Das ist in diesem Spiel zumindest nicht so, weil man wirklich nicht verhungern wird mit den 900 Brot. Die sind sehr, sehr nahrreich. Das Schwierige ist eher der zweite oder vielleicht sogar der dritte und vierte Winter, denn folgendes Problem. Mit der Zeit werden wir neue Erwachsene bekommen, die werden sich dann hier mit der Kleidung ausstatten, die werden sich Werkzeuge nehmen, Werkzeuge werden auch verbraucht und so weiter. Das Brot wird irgendwann alle sein und vor allem die neuen Erwachsenen, die haben keine Schulbildung, während die alten Erwachsenen, diese 6 hier, die haben eine Schulbildung. Das heißt, es kommen jetzt mehrere Dinge zusammen, was die Produktivität einbrechen lässt. Und das ist das Gefährliche, dass man dann in diesem Moment dann gerüstet ist, genug Nahrung hat, weil man einfach langsamer ist, um die gleiche Menge von Nahrung herzustellen, beziehungsweise schlechtere Nahrung hat. Das sind eher die kritischen Momente, die man irgendwie überstehen muss, auf die man sich vorbereiten muss. Ja, soweit zum Grundsatz. Wir werden eine weitere Hütte bauen. Ich denke, es liegt nahe, die dort in der Reihe gleich einfach mal anzuschließen. Ein Brunnen haben wir noch, den habe ich noch vergessen zu erwähnen. Der wird dann interessant für die Landwirtschaft. Okay, wir bauen... Achso, das will ich hier noch anschalten. Das ist nämlich die Berufsübersicht. Das sind alle theoretischen Berufe, die es hier gibt. Und in diesem Spiel ist es wichtig, dass man, ja, dass man häufig zwischen den Berufen durchaus die Leute hin und her schickt, um das Ganze ein bisschen zu optimieren. Gerade zum Beispiel im Winter, da kann man nicht... muss man nicht auf dem Feld arbeiten, da wächst ja nichts. Da kann man dann die Leute zum Beispiel zum Fischen schicken oder ähnliches. Das wird dann noch zu erledigen sein. So, wir beginnen mit Haus oder Hütte. Man könnte am Anfang auch schon ein richtiges kleines Haus bauen, aber ich will nicht so schnell wachsen. Das ist mir im Moment zu viel, zu schnell. Wir werden einfach, damit alle das Gleiche haben, eine gerechte Gesellschaft, zumindest am Anfang, der Urkommunismus herrscht hier noch in Walden, werden wir eine Hütte hier hinbauen, wo dann die kleine
Kira, so hieß sie, glaube ich, einziehen kann. So, ihr seht an diesen gelben Dingern, was hier vorher erstmal abgenommen werden muss. Und gleichzeitig werden wir schon ein bisschen Bäume schlagen. Und zwar, das machen wir erstmal, bestimmen wir manuell die Bäume. Wir werden mal den hier wegnehmen. Man sollte die älteren natürlich vor allem wegschlagen. Die haben am meisten Holz. Und die tue ich jetzt auch weg, damit wir ein bisschen bessere Sicht auf unseren Ort haben. Hier ist noch so ein dicker. Den nehmen wir auch weg. 14 bringt der. So, und jetzt starten wir einfach schon mal rein. Und den Rest machen wir dann, während wir zuschauen. Beziehungsweise bewegt sich hier jemand? Ja, es geht los. Ach so, was wir noch natürlich machen müssen, wir müssen Bauarbeiter bestimmen. Ne, hier machen wir das. Machen wir gleich mal erstmal alle. Ne, 4 reichen sowieso, weil mehr wird da nicht benötigt. Wenn wir hier uns das anschauen, sehen wir jetzt erstmal, wie die hier alles weghacken und vorbereiten. Hier sehen wir, es braucht also 3 Arbeitsgänge, um den Boden zu bereiten. Und dann müssen die Ressourcen hierher gebracht werden, damit es losgehen kann. Jawohl. Und das ist, glaube ich, jetzt schon Heu. Also aus dieser Art von Büschen bekommen die Dorfbewohner Heu. So, was machen wir als nächstes? Wir hoffen, dass die mal diese Bäume weghacken, damit wir besser was sehen können. Als nächstes werden wir uns gleich mal schon so ein bisschen um die Nahrung kümmern. Und ja, das ist so eine spannende Frage, ob man im ersten Jahr gleich schon die erste Farm, erste Felder baut oder nicht. Ich entscheide mich, glaube ich, mal dafür, das nicht zu tun und werde stattdessen erstmal eine Jagdhütte bauen und eine Sammlerhütte. So, ihr seht hier, das ist ein bisschen merkwürdig an diesem Spiel, dass hier viele wilde Tiere mitten durchs Dorf laufen. Die wilden Tiere greifen die Menschen nicht an. Da braucht man insofern sich nicht ängstigen. Aber andersrum, wir können die wilden Tiere angreifen. Wir können nämlich in die Personen uns beamen und dann sogar auf die Jagd gehen oder ins Horn blasen und dann arbeiten die schneller und effektiver. Das ist alles möglich, aber ja, ist ganz nett. Vor allem, weil man sich dann einfach durch sein eigenes Dorf bewegen kann. Aber ist natürlich für das Management selbst nicht allzu entscheidend. So, der Punkt ist aber mit den Tieren, dass sie 2 Probleme bereiten. Erstens, sie greifen Weiden an, wenn man welche hat. Und das zweite ist, und das ist das viel größere Problem, sie übertragen Krankheiten. Insofern muss man widersinnigerweise am Anfang seinen Jäger nicht irgendwie tief in den Wald schicken, sondern erstmal ein in Dorfnähe bauen, damit er diese Tiere dort erledigt. Und hier haben wir die Jagdhütte. Die kostet 40 Holz. Jetzt geht es schon ein bisschen darum, die Holzgeschichte uns anzuschauen. Und wir gucken mal, wir sehen dann jetzt nämlich auch den Umkreis, den seht ihr hier, ne? Insofern, ja, werden wir die Jagdhütte nicht allzu weit entfernt bauen. Vielleicht hier? Drehen wir sie in andere Richtung? Ne, das ist schon ganz gut so. Ja. So, das ist der nächste Bau, den wir in Auftrag geben. Hallo? So. Ich weiß gar nicht, wir können nur 3 Bauarbeiter, deswegen ist das sowieso Quatsch. Die anderen kümmern sich um die Ressourcen. Wir machen, glaube ich, jetzt mal ein bisschen schneller, weil im Moment gibt es noch nicht so viel zu tun. Das nächste, was ich dann machen möchte, wenn wir die Jagdhütte haben, beziehungsweise die Hütte hier gebaut, ist, dass wir eine Sammelhütte bauen. Das ist meines Erachtens eine unterschätzte Sache. Also im Wald sammeln zu gehen. Das bringt ganz schön viel Nahrung und viele verschiedene interessante Sachen. Das ist dieses hier. Ne, das ist ein Garten, entschuldigt. Das ist die Sammlerhütte. 50 Holz kostet die allerdings. 215 haben wir. 10 Heu. Gut. Und wir sehen auch hier den Umkreis. Und die möchte man durchaus dort haben, wo relativ wenig passiert. Und das sind jetzt schon die ersten Entscheidungen. Wir müssen natürlich irgendwo auch Holz systematisch dann anpflanzen und abbauen. Aber ich denke, wir gehen damit ein bisschen tiefer hier in den Wald, wo es ein bisschen bergiger wird. So, jetzt gucke ich mal, dass wir die auch richtig rum hinstellen. Also da, das wird sozusagen unsere Hexenhütte. Hier gefällt mir das ganz gut, glaube ich. So, da haben wir jetzt ein bisschen zu marschieren. Möglicherweise müssen wir dann auch noch einen kleinen Pfad da hochlegen. Ich will
eigentlich nicht so viel Terraform, man sieht hier nichts, in diesem Spiel. Also natürlich, es wird Terraforming nötig sein, da haben wir die Hütte. Aber ich möchte jetzt nicht so ein überkünstliches Gelände hier erschaffen. Boah, schaut mal, diese Lichteffekte. Boah, ich schätze das wirklich sehr an diesem Spiel. Wie der Nebel aufzieht und es abends wird. Wo ist eigentlich hier Osten und Westen? Wo geht die Sonne unter? Der Nebel verdeckt alles. Oder haben wir möglicherweise Blick auf den Sonnenaufgang? Das wäre doch auch schön. So, es wird Nacht, aber in der Nacht wird hier auch weitergearbeitet. Also die Nacht ist kein echtes Feature. So, und die Hütte ist bezogen. Und da leben gleich schon mehr drin. Die haben sich hier zusammengefunden. Wir können mal direkt gucken. Ja, Anja wohnt jetzt hier allein, ist Arbeiterin und erwartet schon ein Baby. Das heißt, wir bekommen bald Nachwuchs. Das System ist ein bisschen merkwürdig, muss man mal dazu sagen. Es ist nicht so, dass sich hier wirklich Familien zusammenfinden in den Hütten und Häusern, sondern dort, wo noch Platz ist, dort entstehen, oder das ist sozusagen, ja, wie soll ich das ausdrücken, dort entstehen Kinder. Also hier sind noch zwei Platz, hier können drei Einwohner wohnen und deshalb ist es Anja, die sich hier hin verzogen hat. Oh, und ist jemand ist umgezogen. Sütini, zwei Damen. Also, ihr seht es, keine Familien, eher Patchwork-Familien. Da sind jetzt zwei, da ist ein Pärchen, 16, 19, die da zusammen wohnen. Kann auch gut sein, dass sie sich ein Stück weit gruppieren nach ihren Berufen, dass sie dort wohnen, wo sie näher an ihren Arbeitsstätten sind. Das weiß ich nicht so genau, das kann man ja vielleicht mal beobachten. So, oh, schaut mal, das Kind Aljanua ist älter geworden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein Kleinkind und drei Jugendliche. Okay, so, wir trödeln hier so ein bisschen rum, das ist auch nicht so schlimm. Die Sachen müssen eh jetzt gebaut werden und schneller geht's eben nicht. Aber ich hoffe, die könnten doch sammeln. Achso, wir haben keine weiteren Sammelaufträge gegeben. Das sollte man allerdings tun. Da hinten, da ist... Ah, schaut mal, das ist von selbst umgefallen. Wenn die Bäume alt sind, irgendwann sterben die dann auch ab. Insofern sollte man zusehen, dass man die alten dann noch aberntet. Machen wir das mal weiter. Holz ist am Anfang fast der wichtigste Rohstoff. Aber wir können das Dorfinnere natürlich auch von anderen Rohstoffen oder von anderen Dingen reinigen. Nehmen wir mal zum Beispiel die ganzen Steine hier weg, die hier rumliegen. So. Und Erze, falls da welche in Dorfnähe sind, wollen wir auch mal abbauen lassen. Und Heu ebenso. Dann haben wir erstmal eine saubere Umgebung gewissermaßen. So. Ja, ihr seht es hier. Die Beeren und so weiter, die laufen hier mitten durchs Dorf. Wir haben immer noch Frühjahr. Und unsere erste Hütte ist gebaut und jetzt müssen wir hier jemanden zum Arbeiten verdonnern. Nein, ich muss erstmal hier, ich glaube, das muss ich hier machen. Ne, ich kann es auch hier machen, genau. So, bevor wir, da wir im Moment sowieso nichts anderes haben, werden wir gleich mal zwei Mann. Ah, ich habe alle vier hier zu Bauern weiterhin gemacht. Dann werden wir drei Mann gleich mal zur Jagd beordern. Das wechseln wir dann aber noch. Das ist im Moment ein bisschen übertrieben. Man kann sich... Ach, ich will das nicht wegmachen. Das ist so ein blöder Instinkt, dass ich dieses Fenster immer schließen will. Man kann sich jetzt auch anzeigen, wer jagt hier eigentlich. Wer ist das hier? Und da sehen wir, die tragen im Moment Ressourcen. Könnt ihr auch mal einen Augenblick begleiten? Ich weiß gar nicht, was trägt der denn da für Ressourcen? Wohin eigentlich? Er soll doch jagen. Ach, der war, glaube ich, Bauarbeiter zuletzt. Das ist der Grund. Ah, ja, ja, ja. Der geht noch oben hin zur Hütte, unser Sammlerin. Und dann müsste er sich dann eigentlich der Jagd widmen. Wollen wir mal sehen. Jetzt stellt er dann noch den Heuballen ab und dann geht es hoffentlich gleich los. Da kommen noch die Nächsten, die was hinbringen. Wer ist denn noch hier Jäger? Da, sie geht zur Jagd. Anja, hallo, ich will dich mal kurz aktivieren. Ach nee, da muss man draufklicken, genau. So, da können wir das mal beobachten. Mit ihrem Bogen. Da ist ein Wolf. Ach, so machst du das. Ja, nicht schlecht. Und gleich das verarbeitete Fleisch. Was macht sie jetzt? Möglicherweise hat sie Hunger. Sie muss sich aufwärmen. Ja, seht ihr? Sie isst. Das heißt, sie marschiert jetzt, anstatt das Fleisch jetzt mitzunehmen, marschiert sie zurück. Und das ist der große Punkt, warum halt nahrhafte Nahrung
warum die besonders wichtig ist, weil die Leute dann einfach später Hunger bekommen und auf diese Art und Weise produktiver sind. So, jetzt geht sie wieder zurück zu ihrem Fleisch und trägt das dann ins Lager. Gott sei Dank weiß sie noch genau, wo sie das abgelegt hat. Oh, das ist gar kein Fleisch, sondern Leder in diesem Falle. Ja, das ist das, was Jagd natürlich auch bringt. Fleisch und Leder. Sehr hilfreich. So, was bauen wir als nächstes? Wir haben also ist die Sammlerhütte schon fertig? Wie weit seid ihr da oben? Ich höre es irgendwo klopfen. Das ist so ein blödes Ding. Es passiert mir regelmäßig, dass ich nicht mehr genau weiß, wo die Gebäude gewesen sind. Aber man sieht einen kleinen grünen Punkt hier auf der Karte. Und dann findet man es hoffentlich dann irgendwann. Jetzt müsste es direkt vor uns sein. Da oben. Bin ich blöd? Ich höre es, aber ich finde es nicht. Ja gut, im Dunkeln. Ah, es wird lauter. Im Dunkeln ist das auch schwierig. Ja, okay. Also, ich will jetzt hier nicht ewig suchen. Planen wir mal lieber. Wir werden sie gleich finden. Doch, da. Jetzt habe ich's. Schaut mal. Ach, wir schauen mal ein bisschen zu. Ne? Das ist so entzückend gemacht. Wie das jetzt hier wächst und gedeiht. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Fischerhütte, weil die kann man dann im Winter vor allem mit Fischern bestücken, weil die Sammlerin hier, die kann nur im Frühling, Sommer und Herbst sammeln. Und was wir auch noch brauchen, ist ein Brennholzplatz und ich denke, wir werden auch in diesem ersten Jahr dann schon einen Förster einstellen, der also nicht nur Holz schlägt, sondern auch neue Bäume pflanzt, damit wir einen nachhaltigen Betrieb haben. So, das sieht doch entzückend aus, oder? Sieht es. Gut, wir haben drei Arbeiter. Ich reduziere jetzt mal auf zwei. Und ich reduziere jetzt mal einen Jäger auch runter auf zwei. Und wir werden hier zwei Sammlerinnen erstmal beschäftigen. Oder zwei Sammler. Alle können hier alles machen, Männer und Frauen. Da gibt es keine Unterschiede. Wenn jemand nichts zu tun hat, so wie hier, sieht man das, dann kümmern die sich um solche Sammelaufträge, die man gegeben hat. Ihr seht, dass hier alles, was gelb markiert ist, das war das, was wir am Anfang dort definiert haben. Und die Kinder, die stehen in der Gegend rum und gucken zu. Und essen, um das nochmal zu betonen. Ja. Gut, was hatte ich gesagt? Als nächstes sollten wir brauchen einen Brennholzplatz. Ist noch nicht so unmittelbar entscheidend. Vor dem nächsten Winter ist das wichtiger, aber vielleicht machen wir dann jetzt gleich mal einen Förster. Und die Frage ist, wo kommt der hin? Vielleicht in diesen Bereich hier? Oder das ist eigentlich noch relativ eben, ne? Wäre ein bisschen schade. Könnte man auch in hügeligere Gegend bauen. Vielleicht hier so, in Richtung dieses Hügels. Gucken wir mal. So, Sammeln von Ressourcen. Das ist der Holzhackplatz, das ist das Forsthaus. Da sehen wir den Umkreis. Wir müssen es ja nicht ganz so entfernt machen. Aber auch nicht so nah an die Sammlerin. So, hier so etwa. Ist das ganz gut? Gucken wir uns mal das im Detail an. Ja. Hier könnte das passen. Jetzt habe ich gerade nicht auf die Ressourcen geachtet, aber das wird schon hinhauen. Was brauchen wir hier? 20 Holz, 10 Stein, 10 Heu. Gut. Ja. Da kriegt man dann also stetig eine ganz gute Menge an Holz. Man kann durchaus auch im späteren Spielverlauf es so machen, dass man wirklich im Sommer konsequent alle Leute auf die Felder schickt und dann im Winter vor allem sich um das Holz kümmert, so wie das in der Realität häufig auch gemacht wird. Also wer auf dem Lande lebt, in den Dörfern, da ist der Winter die Zeit, wo man in den Wald geht und mit der Kettensäge die Bäume umhaut und dann Holz macht. Ja, ja. So kann man das hier auch machen. So, gut. Das war das. Dann würde ich fast sagen, wenn das da oben ist gebaut,
Okay, dann würde ich fast sagen, das nächste Projekt ist dann die Fischerhütte, die wir durchaus hier in Verlängerung bauen könnten. Ja, warum eigentlich nicht? Wobei wir natürlich einen vernünftigen Umkreis finden sollten, aber das ist ganz gut hier mit dieser kleinen Bucht. Sehr schön, aber es wird Nacht. Und ich habe wieder nicht darauf geachtet, wo die Sonne aufgeht. Und immer wenn es Nacht wird, dann wird es sehr neblig im Walden. Es ist eine klare Nacht und wir sehen da hinten das Licht bei der Sammlerin durch den Wald scheinen. Hier brennt auch ein bisschen Licht. Oh ja, das ist ein kleines Lagerfeuer, was dort glimmt. Wie entzückend. Was machst du dort? Du machst ja gar nichts. Was stehst du hier rum? Hast du nichts zu tun? Jetzt jagt er. Na gut. Okay. Hat er eben gejagt? Nee, das war der Sound der Hütte. So. Dann wollen wir uns mal an den Fischer machen. Lebensmittel. Fischerhütte. Okay. Wollen wir die in Verlängerung machen? Ach nee, ne? Ist irgendwie auch so doof. Da können wir vielleicht in der Verlängerung später den Hafen hinmachen. Gott, jetzt ist dieser Morgennebel, der behindert ja alles hier. Die gesamte Sicht. So ist auch doof. Wir machen den mal hier hin. Bisschen weiter, so weit wie möglich rein ins Wasser, denke ich. Okay. 40 Holz, das ist auch eine ganze Menge. 10 Heu. Gut. Dann kann das losgehen. So, wir haben den Frühsommer erreicht. Der Frühling ist vorbei. Oh, inzwischen 23 Grad. Ihr seht auch, nirgendwo steigt jetzt Rauch hier aus den Schornsteinen. Es muss nicht mehr geheizt werden. Anja erwartet immer noch, die Jägerin ist inzwischen ein Baby. Ansonsten glaube ich, ja, die anderen sind ja auch voll besetzt. Ja, okay. So. Was machen denn die Arbeiter? Ah. Ach, die sind immer noch da oben dabei, bei dem Ding. Dann können wir jetzt mal ein bisschen zuschauen, wie das gebaut wird. Oh, was hat er denn hier? Will er Pastete haben oder was soll das sein? Das ist doch hier, schaut mal, das ist doch hier Obstkuchen oder was? Er will einen Obstkuchen. Na, wo kommt er denn da hin? Ihr müsst jetzt erstmal hier ein paar Jahre arbeiten, ehe ihr zu solchen Köstlichkeiten kommt. Wobei in der Tat, diese Idee ist nicht schlecht, einen Obstgarten relativ früh anzulegen, weil die Bäume des Obstgartens, die brauchen nämlich eine Zeit, ich glaube irgendwie ein, zwei Jahre, ehe sie das erste Mal tragen. Und insofern wäre es gut, wenn wir das früh, so früh wie möglich angelegt haben. So Leute, hier wächst der Baum aber so ein bisschen ins Dach. Habt ihr euch das gut überlegt? Das reibt doch da total alles ab. Mann, 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 Mann. Ich glaube, da werden wir manuell eingreifen. Das kann ich nicht ertragen, sowas mir anzuschauen. Säg das mal hier ab. Was machst du da jetzt? Was hast du denn da eben noch gesägt? Egal. Okay. Gut, das ist gebaut. Ach so, wir müssen natürlich hier noch jemanden zuweisen. Die Frage ist, machen wir das schon oder setzen wir jetzt eher auf manuelle? Ich denke, wir machen das schon. Wir nehmen mal. Jetzt kommen wir nämlich langsam in die Situation, wo wir zu wenig Leute haben, ne? Also, wir nehmen mal die Sammlerin raus und werden jetzt kontinuierlich jemand hier im Forsthaus beschäftigen. Gut. Und das nächste ist dann hier die Fischerhütte. Aber an dieser Stelle beenden wir erstmal die erste Folge. Im Moment, glaube ich, sind alle ganz gut drauf hier in Walden. Die Stimmung ist gut. Alle freuen sich, dass es losgeht, dass sie gut gelandet sind, dass sie alle ein Dach über dem Kopf haben und sind hochmotiviert und arbeitswillig. Mal sehen, wie lange das so sein wird. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinballen.